Willkommen zurück zu Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, wir machen jetzt los mit den Duellierclubs. Viel lustiger als die Muggelversion. Ja. Muggelschach ist echt langweilig. Ja. Das halt ist eine seltsame Frage. Halt die Klappe. Wir fangen jetzt mit den Duellen an. Und zwar geht es los im Gryffindor Duellierclub mit dem Junior-Duell. Harry Potter gegen den Junior-Champion von Gryffindor. Da wollen wir mal. Round 1. Fight. Und los geht's, direkt mal Expelliarmus rausholen, Expelliarmus! Und BAM! Da, 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 da! Ja, das war doch eine gute erste Runde, würde ich sagen. Aber naja, es ist ja nur der Junior-Champion. Was soll man da schon sagen? Oh, und direkt wieder Expelliarmus rausholen. Und hoho! Und Avada Kedavra, wham, bam, bam. Oh ja, oh ja, ja. Oh, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Oh, nicht so viel Applaus, nein. Spitze 3. Energiebonus 100. 4 Standardduell. 1295 Punkte. So, Senior-Duell 1, los geht's. Und hier, Gryffindors, stelle ich euch vor, Harry Potter! Harry Potter gegen die Black Power von Gryffindor. Und los geht's, Expelliarmus, Expelliarmus und... Bam, oh nice. Oh, bam! Die erste Runde ging wohl an mich. Und letzter Start. Oh, hat auch funktioniert. Ui, ui, ui. Und bam! In your face. Ja, natürlich habe ich das. Gut 4. Spitze 7. Und gestern 5 Sterne Duell. Jawohl, 5 Sterne Duell. 2287 Punkte. Ja. Die Menge rastet ja nur so aus. Senior Duell 2, los geht's. Harry Potter gegen den Senior Champion von Gryffindor. Letzte Starte. Und. Wow. Und. Jawoll. Bam! Oh, nice! Runde 3! Und letzter Start! Ich drehe wieder meine Maus! Zu Expelliarmus bereit! Und große Kreise, große Kreise! Bam! Oh, nice! Nice! Und? Bam! Das war's! Vielen Dank, meine Fans. Hut 0, Spitze 8. Und wieder 5 Sterne Duell. 2497 Punkte. Tada! Meisterschaftsduell, jetzt geht's los. Bist du bereit, es mit dem Haus-Champion aufzunehmen, um unser neuer Champion zu werden? Dann klar. Los! Letzte Start. The Super Mario World. Oh,
Und jetzt Expelliarmus, direkt mal Expelliarmus und... Hilfe Corpus, sauer. Oh, nice. Bam. Na, hast du Angst? Hast du Angst? Komm, ich lass dich mal angreifen. Oh, wie stark, du bist stark. Wow, gut. Oh, scheiße, scheiße. Oh, das war schlecht. Ey. Das sieht schlecht aus. Ey, scheiße. Verdammt, Mist. Oh, verdammt, der hat gewonnen. Oh, oh. Oh, da geht's jetzt voll auf die Entscheidungsrunde, Leute. Dritte Runde. Los geht's. Ich darf also nicht angreifen lassen. Muss ich mir merken. Kommt, los geht's. Bam, bam. Und das wird jetzt ein schnelles Ende nehmen. Viel Spaß in der Hölle. Bam. Harry Potter! Gut, 0. Spitze wieder 8. Duellier Club Champion. Deine Duellierzauber sind jetzt noch mächtiger. Ja. Schön zu wissen, wir gehen jetzt zum Slytherin Duellier Club. Der ist nämlich der nächste hier. Danach kommt noch der Hufflepuff und der Ravenclaw und dann ist Schluss für das Let's Play. Da muss ich mir überlegen, was ich jetzt als nächstes. Hä? Was soll ich danach machen? Erstmal geht's so weiter mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Naja. So, du Slytherin. Los geht's mit einem Megatempo. Aha, da oben, da muss man. Ja, du auch. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Dumbledore nicht in Hogwarts ist. Vielleicht hast du ja unseren Junior-Champion geschlagen, aber ich wette, Petrificus Totalus kriegst du nicht hin. Kein Problem für mich. Mit diesem Zauber kann man seinen Gegner lähmen. Du willst doch nur angeben, Potty. Du lügst. Nein, tue ich nicht. Komm, ich zeig's dir. Was muss ich machen? Hoch und runter. Awesome. Awesome. Okay, du kannst ihn. Sehr gut. Nicht so stilvoll wie ein Slytherin, natürlich. Oh, der Typ. Eifriger Duellant. Okay. So, wollen wir mal anfangen hier mit den Duellen. Junior-Duell. Und jetzt könnt ihr erleben, wie unser Junior-Champion höchstpersönlich Potty Potter fertig macht. Das wollen wir sehen. Und los geht's. Fängt mal mit einem Expelliarmus. Bam, nice. Und besiegt. Ah, der hat jetzt ganz schön Feuer im Blut. Aber wollen wir mal sehen, ob wir das austreiben können. Scheiße. Direkt ausweichen, direkt ausweichen. Scheiße. Ja, toll, jetzt haben wir uns beide lahmgelegt. Na
Nochmal, komm. Jawoll, jetzt habe ich dich doch. Bam. Glück für dich, Potter, aber nochmal schaffst du das nicht. Ach ja, das werden wir sehen. Spitze wieder 8. Endergebnis 2391. Nächstes Duell. Senior Champion Duell 1. Für unsere Herausforderung sein, ja? Na, mal sehen, wie lange du durchhältst. Länger als du. Ich dreh die Maus schon wieder auf Expelliarmus. Patrinikus Totalus. Patrinikus Totalus. Oder Expelliarmus. Oh, liebe Korpus. Nice. Und besiegt. Das für Erste. Runde 2. Und Expelliarmus. Oder Patrinikus Totalus. Oh, Expelliarmus. Und tschüss. Puh, das ist nicht schlecht. Spitze 8. Schaffen wir eins noch? Ich denke, ja, eins schaffen wir locker noch. Eins schaffen wir noch. Zum Duell gegen den Senior-Champion von Slytherin tritt an Harry Potter. Ja, ja. Wir wollen noch mal was. Oh, nice. Tschüss. Und wieder besiegt. Runde 2. Und einmal bitteschön. Oh, liebe Korpus. Nicely. Und tschüss. Naja. Spitze 8. Mal wieder. 2504. Und eins schaffen wir jetzt auch noch, das letzte, das Meisterschaftsduell. Los geht's. Der Freund von ganz Slytherin, unser Hauschampion, wird nun eigenhändig Harry Potter schlagen. Das werden wir jetzt sehen. Wenn ich es aber mit Expelliarmus verflucht habe. Expelliarmus! Ha, nice, nice, nice. Und schon besiegt die erste Runde. Jetzt geht's weiter. Runde 2. Ja, sehr doof. Und geschafft. Oh, jetzt geschafft. Harry Potter schlägt Slytherin. Wahrscheinlich rennt er jetzt gleich zur Presse, damit es morgen auch überall in der Zeitung steht. Hatte ich eigentlich vor. Gut 2, Spitze 8. Nur 4 Sterne. Ne, 5. Hä, wieso? Ah, ne, 4. Deine Duellierzauber sind nun noch mächtiger. So, das war's auch jetzt erstmal hier vom Slytherin Duellier Club. Hier aus dem gepflasterten Innenhof, der eigentlich ziemlich nice ist. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich jetzt mal von diesem Part. Und im nächsten Part gibt's dann noch Ravenclaw und Hufflepuff. Und dann ist Schluss. Also, tschüss.